Herzlich willkommen auf dem lösungsorientierten Vernetzungsportal Living Earth. Hier auf der Living Earth beleuchten wir jeden Monat ein bestimmtes Thema von den unterschiedlichsten Seiten. Um dann das neu gewonnene Wissen, die praktischen Erfahrungen und Anwendungen in unserem Alltag und in unsere Projekte zu integrieren. So erschaffen wir gemeinsam, Schritt für Schritt, die neue lebendige Erde. Herzlich willkommen auf der Living Earth. Heute geht es um ein wundervolles und zukunftswichtiges Thema. Es geht um unsere Kinder. Viele Eltern spüren immer deutlicher, dass die Schule nicht der richtige Ort für unsere Kinder ist, dass die Kinder jeden Tag an Freude, an Lebendigkeit, an Lebenslust verlieren. Und vielleicht bist auch du jemand, der sich im Moment zerrissen fühlt und unschlüssig ist, wie es mit deinen Kindern weitergeht. Und umso mehr freue ich mich, heute Chris Fader begrüßen zu dürfen. Chris, herzlich willkommen. Liebe Katharina, ich freue mich riesig, hier zu sein. Vielen, vielen Dank. Chris, du bist Musiker, du hast den tollen Open Your Heart Podcast, bei dem ich auch schon zu Gast sein durfte. Du bist Coach, Mentor und jemand, der, wie ich das lernen durfte, ganz konsequent seinem Herzen folgt. Und dein Herz hat dich vor ein paar Jahren dazu gebracht, dass du dein Leben von Grund auf verändert hast. Du wirst uns sicher gern davon erzählen. Dann, du bist diesem Herzenskompass gefolgt und nun schon seit 6 Jahren gemeinsam mit deiner Freundin und deinen 2 Kindern unterwegs. Begonnen hat deine Reise in Deutschland, wo deine Tochter geboren wurde. Du hast mir gerade vorhin erzählt, wie sie 7 Jahre war, seit ihr nach Portugal ausgewandert. Ihr wart 4 Jahre dort. Die letzten 2 Jahre warst du in Schweden, ein wundervolles Land, wo ich im Sommer auch war. Ich kann das gut verstehen, dass man dorthin ziehen will. Und jetzt seid ihr an der wunderschönen Costa del Luz in Andalusien gelandet, wo ihr auch gerne bleiben möchtet. Und da gibt es ein Projekt, das wir in diesem Call nicht besprechen werden, aber das ihr dann auf Chris Profil auf der Living Earth findet, ein ganz spannendes und wundervolles Projekt. Ja, ihr seid auch immer wieder in eurem Camper unterwegs und das ganz Besondere ist, und da freue ich mich heute viel davon zu erfahren, deine Kinder dürfen in Freiheit und selbstbestimmt aufwachsen, ganz ohne Schule. Also sprichst du nicht nur aus der Theorie, sondern du erlebst und schenkst dir und deiner Familie die Erfahrung, wie es wirklich ist, wie Lernen wirklich geschieht. Was entstehen kann, wenn man den Kindern Raum und Zeit gibt, ihre Begeisterung und ihren Leidenschaften zu folgen. Und du gibst dieses Wissen großzügig weiter und inspirierst damit so viele Eltern, diesen Weg zu folgen. Du hast unter anderem auch eine Masterclass geschrieben, von der wir dann auch viel erzählen werden, ein bisschen später. Du bist Coach, Mentor und hast den schon erwähnten Open Your Heart Podcast. Und ich wüsste so gern, Chris, wie sieht dieses Leben ganz praktisch für euch aus? Wow, wo fange ich da an? Also du hast ja schon sehr vieles hier erwähnt, ganz schön beschrieben. Wir sind jetzt genau seit fast 7 Jahren unterwegs, kann man sagen, auf einer ganz spannenden Reise. Und tatsächlich hat sich mein Leben, ja, wie du es gesagt hast, grundlegend verändert. In allen Bereichen, kann man sagen. Und ja, begonnen hat es ja vor 7 Jahren, als wir eben losgezogen sind, als wir dann wirklich auch den Entschluss gefasst haben, okay, jetzt geht's an die Umsetzung, wirklich in die Tat zu schreiten. Und dann hat es uns tatsächlich einfach unser Herz nach Portugal geführt. Wir kannten da niemanden, wir konnten die Sprache nicht, gar nichts, was man immer meint, was wichtig ist. Wir hatten auch keine finanziellen Rücklagen, ja, all die Dinge, wo man immer meint, es muss immer zuerst da sein, um dann loszugehen. Das war alles nicht da. Was wir aber hatten, und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, ist Vertrauen. Wir hatten ganz viel Vertrauen in uns, in unsere Kinder, aber ich würde sagen grundsätzlich in das Leben. Und ja, dieser inneren Stimme zu lauschen erstmal, ich glaube, damit fängt es an, da wirklich mal hinzuhören, wieder eine Verbindung aufzubauen mit dem, was ist eigentlich in mir drin. Ja, wir sind ja alle heute so beschäftigt und so abgelenkt und überall sind wir, ja, sind wir irgendwie, ja, busy irgendwie. Und da wirklich mal wieder, ja, diesen Kontakt herzustellen, das war
wahrscheinlich so der Beginn. Und da hat uns unsere zweite Tochter, die dann eben 2017 geboren wurde, sehr stark nochmal ja, in Verbindung gebracht. Für mich so grundsätzlich das Paradebeispiel eines Kindes der neuen Zeit, ja, die wirklich so eine Klarheit mitbringen, so genau wissen, wo es lang geht und auch wo es nicht lang geht und uns wirklich alles ans Licht bringen, was irgendwie noch nicht ganz im Reinen und in der Heilung ist. Und ich denke, wir Eltern haben da die Wahl, das Kind zu versuchen, trotzdem anzupassen, ja, und irgendwie da reinzuzwingen in die Strukturen, in die es ganz offensichtlich nicht passt. Oder aber wir sehen es als Einladung und sagen, okay, lass uns mal genauer hinschauen und da reinspüren. Und was ist da eigentlich für eine Message dahinter? Ja, auf was möchte das Kind mich eigentlich aufmerksam machen? Und ja, es ist natürlich dann ein Riesengeschenk, so ein Kind begleiten zu dürfen. Und ja, ich würde sagen, seit sie hier bei uns auf der Welt ist und mit uns ist, ja, hat sie eine Dynamik in unser Leben gebracht und wirklich alles einmal umgekrempelt. Und ich bin so, so dankbar darüber, weil es uns einfach in sämtlichen Bereichen so viel weitergebracht hat und so bereichert hat und so in unsere eigene Kraft auch gebracht hat. Ja? Und das heißt nicht, dass es immer leicht ist, natürlich nicht, weil du immer wieder mit Konzepten konfrontiert bist, an denen du festgehalten hast und dann feststellen darfst, oh, Moment mal, die dienen mir ja gar nicht, das habe ich nur irgendwo übernommen und man sagt, das macht man aber so, ja, und eigentlich, wenn ich tief in mich reinspüre, merke ich, ich möchte das aber gar nicht, ja, es stimmt gar nicht für mich. Und das ist die große Einladung und ich sehe, es gibt ganz viele solcher Kinder gerade, die uns da ein Kompass sind, die uns da ganz viel Weisheit schon mitbringen und ja, uns im Endeffekt einladen, da jetzt ja irgendwo mal ein bisschen genauer hinzuschauen und eben im Endeffekt wieder in unsere eigene Kraft zu kommen. Und das ist so das, was im Hintergrund aktiv war und diesen ganzen Prozess extrem beschleunigt hat. Also wenn ich so zurückblicke, wo ich vor 7 Jahren stand, das ist ein anderes Leben gewesen. Also es ist nicht so vergleichbar mit, also nicht vergleichbar mit dem, was ich heute oder wir als Familie leben. Und ein Teil auf diesem Weg war eben auch das Schulthema, wo ich dann, ja, wo wir einfach gemerkt haben, das stimmt überhaupt nicht, auch für unsere älteste Tochter. Auch ein ganz sensibles, eigentlich schon hochentwickeltes Wesen, kann man sagen. Eine ganz alte Seele. Und wir haben gemerkt, also sie ging wenige Wochen in die Schule in Deutschland. Und es war die Oberkatastrophe. Also sie hat vielleicht 3 Wochen Schule in ihrem Leben erlebt. Und wir hatten aber schon damals den Entschluss davor gefasst, nach Portugal zu gehen. Und das haben wir dann auch umgesetzt und haben dann sehr eindrücklich beobachten dürfen, dass es gar nichts braucht. Es braucht keine Schule, es braucht kein Homeschooling, es braucht kein Unterrichten in irgendeiner Form, sondern das Kind und ich bin überzeugt davon, jedes Wesen bringt das von Natur aus mit, eine Neugierde, ein Interesse, ein Lernen wollen. Das ist unsere Grundausstattung. Wir sehen es bei kleinen Kindern, können wir das bestens beobachten, was die aufsaugen, was die lernen in kürzester Zeit, ob es die Sprache ist, was unglaublich komplex ist, ob es Laufen ist, ob es alles Mögliche, sehen wir, wie das Kind das im eigenen Tempo zu seiner ganz eigenen individuellen Zeit lernt. Ja, auch auf seine eigene Methode. Und dann, oh plötzlich, haben wir eben ein Konstrukt, ein Konzept erschaffen. Okay, jetzt hört dieses natürliche Lernen auf. Jetzt bist du 6, 7 Jahre alt. Jetzt entscheiden wir, wann du lernst, wo du lernst, mit wem du lernst, auf welche Art du es lernst, in welchem Tempo du es lernst. Es kann gar nicht funktionieren. Ja? Und da fängt es dann bei ganz, ganz vielen an, dass Lernen mit etwas auch Negativem verbunden wird. Ja, etwas, was ich möglichst vermeiden möchte. Ich bekomme Angst vor Fehlern, weil ich noch dazu bewertet werde. Und da beginnt ein Riesenkreislauf. Und ich habe wirklich über die Jahre feststellen dürfen, weil ich mich natürlich intensiv mit diesen Themen beschäftigt habe. Also ganz viel mich auch mit einem André Stern unterhalten, mit dem Ricardo, unserem gemeinsamen Freund, mit viele Bücher gelesen, ganz viele auch Menschen getroffen, die selber nie in der Schule waren und bin da wirklich ganz, ganz tief reingegangen. Wie man es so macht, du wirst es kennen, wenn man begeistert ist von etwas, dann stürzt du dich da rein und du kannst gar nicht genug kriegen. Ja, genauso wie es die Kinder auch machen. Ja? Und da wurde mir mehr und mehr erst dieses
dieser unglaubliche Umfang bewusst, was die Schule doch für einen Einfluss hat. Also am Anfang denkt man ja gut, da geht es um Lernen. Okay, wenn ein Kind nicht in die Schule geht, muss ich halt zu Hause schauen, dass das Kind trotzdem was lernt. Das wäre so die gängige Denkweise, was schon mal Quatsch ist. Aber es ist viel, viel umfangreicher. Also wo die Schule überall reinspielt, in den ganzen Familienalltag, ist bestimmt alles. Ja? Es geht gegen die eigenen Rhythmen. Fängt mit dem Wecken des Kindes an am Morgen. Ja? Was eigentlich ein Verbrechen ist, wenn man mal genauer hinschaut. Ja, dann diese, also alles ist fremdbestimmt. Ja, wann Ferien sind, wann man, also alles. Also komplette Alltag über viele, viele Jahre ist fremdbestimmt und es bringt unglaublich viel Unruhe und Streit und Unfrieden in Familien rein. Und wir erkennen das nicht mehr, weil das für uns schon normal geworden ist. Ja, das ist halt so. Dann geht es mit Hausaufgaben weiter, mit all diesen Dingen. Ja. Und wir haben einfach feststellen dürfen durch unseren Weg, dass diese Dinge bei uns gar nicht ankommen. Die gibt es gar nicht. Ja, weil wir wirklich einfach richtig nach dem eigenen Rhythmus leben und wir auch erkannt haben, wir Eltern, der Wert der Familie ist eigentlich mit das Allergrößte, was es gibt. Ja? Also eine in sich stimmige, verbundene Familie ist so etwas Kraftvolles. Ja? Und natürlich ist es sicherlich irgendwo auch bewusst, dass man das immer trennt und je früher die Kinder raus aus der Familie und all diese Dinge, die Tendenzen, die es da gibt. Und ich beobachte aber ganz schön gerade diese, ich sag mal, Gegenbewegung, wo die Menschen wieder merken, hey, mir ist wirklich die Bindung zu meinem Kind wichtig. Ja, das wird mein Kind fürs Leben stärken. Und viele kommen dann eben an den Punkt, wo sie feststellen, okay, mit der Schule geht das gar nicht. Ja, und da geht es dann gar nicht darum, gegen die Schule zu sein, bin ich auch nicht, ist mir völlig egal, sondern für dieses Neue, für das Andere. Und da ging immer unser Fokus hin. Also wir sind nicht von der Schule weg, irgendwie geflüchtet oder so, sondern wir haben gesagt, wir stellen uns Familie anders vor. Wir wollen gemeinsam sein, ich möchte Zeit mit meinen Kindern verbringen, ja, und nicht mal am Wochenende was unternehmen oder am Abend noch kurz Abendessen, sondern wir möchten diese Zeit genießen, jeden Moment auskosten und haben eben auch gesehen, diese intrinsische Motivation, diese Neugierde, diese Begeisterung, ja, dieses Fragen stellen, dieses Entdecken, Erforschen, dass das nicht aufhört bei den Kindern. Im Gegenteil, das wird immer noch mehr, wenn wir es sein lassen und wenn das Kind den Raum hat, wo das auch stattfinden kann. Und so haben wir jetzt, wie gesagt, wir gehen den Weg jetzt seit 7 Jahren. Ich kann es jeden Tag so eindrucksvoll beobachten, was das macht, was da rauskommt an Potenzialen, an Genialität aus den Kindern, an Kreativität und natürlich auch, was es mit uns als Familie macht. Ja, also nicht nur im ganzen Familienverbund, sondern auch mit den Beziehungen von mir zu meiner Freundin, ja, zu der Mama der Kinder, von uns zu den Kindern. Welche enge, ganz tiefe, bedingungslos vertrauensvolle Verbindung wir haben, das ist für mich das Allerkostbarste. Ja. Und das, glaube ich, ist so im klassischen System in der Form tatsächlich einfach nicht möglich. Und ich spüre bei ganz vielen Menschen, sie sehnen sich wieder danach. Sie sehnen sich wieder nach der Verbindung, nach dieser Qualität auch, die eine Familie mit sich bringt. Und ja, deswegen begleite ich da Menschen. Das war nie irgendwie jetzt eine Idee von mir oder ein Plan, sondern ich habe einfach gesehen, Menschen finden das inspirierend. Die sind da extrem angezogen durch das, wie wir das leben. Wenn sie meine Kinder erleben, sagen die, da ist was so anders. Ich kenne kein 13-jähriges Kind, was so strahlt, was so neugierig ist, ja, was so offen ist und mit so einem großen Herzen in die Welt geht, was auch so viel weiß, ja, was so viel auch schon kann, dass dann so irgendwie entstanden ist, dass natürlich immer mehr Fragen auf mich kamen und ich gemerkt habe, okay, es gibt viele Menschen, die brauchen da Unterstützung, die möchten da ein Stück weit an der Hand genommen werden. Und es ist auch toll, ja, wenn man sich da öffnet und sagt, hey, ich möchte, dass mir da jetzt jemand hilft. Ich komme da gerade alleine irgendwie nicht weiter und kann natürlich jetzt auch auf viele, viele Jahre Erfahrung zurückblicken. Und es erfüllt mich natürlich unglaublich, dann zu sehen, was es auch mit diesen Familien macht. Und wenn da dann Rückmeldungen kommen, täglich bekomme ich Nachrichten, Chris, mein Kind ist nicht mehr wieder zu erkennen, es ist wie ausgewechselt, es
ja, es sprudelt nur noch so aus ihm heraus. Es sagt, es ist glücklich, ja. Und davor war es einfach nur noch, ja, hat sich im Zimmer eingeschlossen und wollte gar nichts mehr irgendwie von irgendwas wissen. Und ja, auch wie die Familien dann wieder in ihre Kraft kommen, auch die Eltern wieder auch merken, hey, Moment, wo liegen eigentlich meine Prioritäten? Was sind meine Werte? Wo geht es eigentlich lang im Leben? Das ist schon schön, das zu beobachten und zu sehen, dass das Wirkung zeigt und seine Kreise zieht. Und ja, das mal so grundlegend. Aber ich kann natürlich gerne ja dann noch mehr in vielleicht ein paar Bereiche genauer rein zoomen. Es ist natürlich ein komplexes Thema, klar. Es spielen viele Faktoren mit rein. Aber ich glaube, das mal so zum Einstieg. Das macht so Lust. Es ist so ansteckend. Und vor allem auch, wenn du sagst, das ist nicht unbedingt jetzt nur von Anfang an. Es ist natürlich ideal, wenn die Kinder gar nicht in die Schule gehen. Beim Moritz habe ich das so erlebt, bei meinem Sohn, der war im Waldkindergarten und ist dann in eine Schule gekommen mit einer Montessori-Lehrerin, mit einer Mehrstufenklasse. Und trotzdem war der Druck der Direktorin da, dem Lehrplan, dem Irren, zu folgen. Und er hat dann irgendwann mir gesagt: Mami, ich bin ein Kind. Ich muss spielen, um zu lernen. Ich mag das nicht nochmal wiederholen, zum 50. Mal gefühlt aufschreiben mit Zahlen von 1 bis 100. Und er hat einfach verweigert. Und unsere große und einzige Möglichkeit, die ich damals hatte als alleinerziehende Mutter, heute würde ich das anders sehen, weil heute würde ich vielleicht einen anderen Weg finden auch. Und zudem würde ich dich gerne dann fragen, was für Wege und Möglichkeiten es da gibt. Das auch nicht ganz alleine zu machen, sondern sich mit anderen zusammenzuschließen, war dann zum Glück eine Montessori-Schule, die ich in der Nähe gefunden habe, wo er dann nach seinem Rhythmus lernen konnte. Und das war im Wald. Und dort sind mir auch die Kinder entgegengekommen und waren so anders als normale Schulkinder. Und die hatten auch keine Handys in der Hand, sondern die waren voller Lebendigkeit und neugierig auf mich. Ja, das ist mir nie passiert, dass ich in die Schule runtergehe, die Kinder kennen mich, die kommen nicht auf mich zu und fragen mich: Hey, wer bist du? Was machst du? Wie heißt dein Sohn? Da ist einfach noch viel Lebendigkeit da. Ich würde jetzt gerne zu dem Thema kommen: Ihr seid unterwegs. Man könnte ja sagen: Hey, ja, klar, der Chris und seine Freundin, die sind irgendwie digitale Nomaden, das ist einfach. Begleitest sicher auch viele Eltern, die noch in Berufen sind, die sie vielleicht auch gar nicht so mögen. Und die sie nicht mit Lebendigkeit und Freude erfüllen. Was für unterschiedliche Wege gibt es, sein Kind frei in seinem eigenen Rhythmus, seine Potenziale und seine Lebendigkeit und Lebensfreude entfalten zu lassen? Also grundsätzlich gibt es extrem viele Möglichkeiten und es ist einfach immer sehr, sehr individuell, weil es so unterschiedlich, jeder steht an einem unterschiedlichen Punkt. Ja, das, was für mich gepasst hat an Lösungen, mag vielleicht für jemand anderes gar nicht passen. Ja, und jeder hat ein anderes Familienkonstrukt, ein anderes Setting, auch das ihm wichtig ist. Da fange ich meistens an, so erstmal auch sich der eigenen Werte bewusst zu werden. Was ist eigentlich mir wirklich wichtig? Wo liegen meine Prioritäten? Das wissen ja schon die allermeisten gar nicht. Und das beantwortet auch oft schon ganz viele Fragen. Also wenn ich zum Beispiel als Wert, ich persönlich, einer meiner größten Werte ist Freiheit. Ja, und da merke ich, wenn da die Frage kommt, Schule oder nicht Schule, die stellt sich gar nicht bei mir. Ja, geht gar nicht, ja, weil ich einfach mir meiner Werte und folglich auch meiner Prioritäten bewusst bin. Auch wenn es wichtig ist in diesem Kontext Schule, finde ich, dass es um das Wohl des Kindes geht. Also es ist tendiert manchmal auch dazu, wir Eltern wollen das Kind davor bewahren und ich hatte eine furchtbare Schulzeit und möchte eben mein Kind davor beschützen. Da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ich kann das natürlich sehr gut nachvollziehen, aber gleichzeitig finde ich, sollte der Fokus da nicht drauf liegen, eben gegen die Schule zu sein, weil das führt auch nicht weit irgendwo, ja, sondern wirklich zu schauen, was möchte ich denn stattdessen? Also welchen Raum und Rahmen möchte ich denn sonst meinem Kind bieten? Ja, weil da scheitert es dann oft schon bei den Leuten. Die sagen einfach nur Kind aus der Schule raus und dann stelle ich die Frage, okay, wie sieht denn dann euer Leben und euer Alltag aus? Ja, keine Ahnung, ich bin den ganzen Tag arbeiten, dann muss das Kind halt zu Hause alleine sitzen und sitzt dann irgendwie vorm Fernseher den ganzen Tag. Da sage ich, weiß ich nicht, ob das unbedingt besser ist für das Kind. Ja, also da glaube ich, ist auch wichtig, das im Gesamten einfach mal zu beleuchten und entsprechend gibt es dann auch immer nur ganz individuelle Lösungen und die gilt es halt rauszufinden. Gemeinsam meistens, da unterstütze ich natürlich, weil
ja, wie gesagt, es ganz, ganz verschiedene Ansätze gibt. Es gibt natürlich einen Ansatz, wie wir es gemacht haben, dass man in ein anderes Land zieht. Es gibt aber genauso auch Möglichkeiten, das in Deutschland, Schweiz oder wo auch immer man ist, auch dort umzusetzen. Das ist alles möglich und auch da innerhalb gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten. Und jeder fühlt sich mit einem anderen Weg irgendwo wohl. Und ja, ich glaube, wie gesagt, es ist wichtig, natürlich da das Wohl des Kindes im Blick zu haben. Wenn das Kind gerne in die Schule geht, dann wo ist das Problem? Ja, also muss, finde ich jetzt, ja. Aber natürlich hat man oft als Elternteil auch ein gewisses Gespür für das Kind, ja, eine gewisse Intuition und kennt das Kind gut und weiß auch schon, okay, das ist in dem Rahmen nicht gut aufgehoben. Ja, da wird es früher oder später an Grenzen kommen. Und es ist ja erstaunlich, dass selbst die Kinder, die sich auf die Schule freuen, ja, und gerne gehen in der ersten Klasse, spätestens so nach einem halben oder spätestens einem Jahr an dem Punkt sind, wo sie eigentlich keine Lust mehr haben, hinzugehen. Ja? Und ja, da glaube ich, ist es eben auch wieder eine Bindungsfrage und die Frage, wie bin ich wirklich auf Augenhöhe mit dem Kind und hat das Kind das Vertrauen, mir das dann auch zu sagen, ich möchte da nicht hin. Ja, weil ich habe schon so viele Familien, jetzt auch als ich in Deutschland war, letztes Jahr, habe ich dann Eltern getroffen, die dann gesagt haben, ja, wir haben eine ganz tolle Schule gefunden und es ist echt toll und die Lehrer super und es, mein Kind ist sogar in so einem hochbegabten Kurs jetzt und haben da toll geschwärmt. Und dann bin ich wenig später, als die Eltern so ein bisschen weg waren, bin ich zum Kind gegangen, ja, und habe gesagt, hey, wie geht's dir? Gehst du gerne in die Schule? Nein, ich hasse die Schule. Ja, und dann habe ich gemerkt, das Kind hat wahrscheinlich das erste Mal das Gefühl, es wird wirklich wahrgenommen und ernst genommen. Jemand begegnet ihm auf Augenhöhe und hat komplett sein Herz mir ausgeschüttet. Und die Lehrer sind so gemein und es ist ungerecht und die Mitschüler machen mich fertig und so. Aber wenn du den Eltern zugehört hast, war das, oh, das ist ja ein Paradies, diese Schule. Ja? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir da unseren Kindern diesen Raum geben, auch wirklich, ja, ehrlich zu sein und uns das anzuvertrauen, ohne dass wir das dann bewerten oder sowas, sondern dass wir diese tiefe Verbindung schaffen. Das ist für mich eigentlich so eine Basis. Und dann, wenn wir wirklich merken, okay, mein Kind möchte das nicht, dann stehen wir wieder an dem Punkt, wie wichtig ist mir das? Ja, also ich würde auch ans Ende der Welt ziehen, wenn das die einzige Möglichkeit wäre, meine Kinder in diesem Rahmen groß werden zu lassen. Aber weil mir das halt so wichtig ist, wenn jemand anderes sagt, mir ist meine Karriere viel wichtiger, okay, ja, dann wird dein Weg anders aussehen. Aber ich glaube, diese Fragen darf man sich erstmal stellen. Also wirklich, wie wichtig ist mir das, dass mein Kind glücklich und gesund und ja, einfach mit, wie du es beschrieben hast, mit einer Leidenschaft, mit Begeisterung durchs Leben geht. Ja, oder halt nicht. So. Und Chris, wenn ich jetzt zuhöre und ich komme drauf, oh mein Gott, ich habe noch nie mein Kind wirklich ehrlich gefragt, wie geht es dir? Wie geht es dir in der Schule? Wie fühlst du dich? Was bewegt dich? Was berührt dich in deinem Leben? Und es kann sein, dass ich mein Kind total liebe, aber dass ich immer meine Ideen über dieses Kind projiziert habe. Und ich komme jetzt drauf, ich habe da noch nie gefragt, wie würdest du dieses wow, heilige erste Mal einleiten, um dem Kind die Möglichkeit zu geben, sich auszudrücken. Ja, das ist ja, wenn ich jetzt drauf komme, ich habe das noch nie gemacht. Das ist ja ein ganz besonderer Moment, wo eine Beziehung total shiften kann, wenn das Kind plötzlich das Gefühl hat, er oder sie hört mir wirklich zu. Was wäre da zu beachten in so einem ersten Gespräch? Ah, das ist eine gute Frage, die du da stellst, weil ich glaube, das ist schwierig zu beantworten, weil das sehr auf die bisherige Beziehung, glaube ich, ankommt. Also welches Verhältnis ist da, wenn ich jetzt sage, du Kind, komm, wir setzen uns mal hin und ich möchte jetzt mal zuhören, erzähl doch mal, wie geht's dir? Vielleicht, wenn diese Basis da noch gar nicht da ist, wird das Kind wahrscheinlich denken, was willst denn du jetzt von mir? Ja, da, irgendwas ist da faul wahrscheinlich. Da ist irgendein Haken dran oder so, das weiß ich nicht. Also da kommt, glaube ich, da darf jeder so ein bisschen erstmal wie immer bei sich selbst anfangen und mal schauen, okay, welche Themen sind da noch bei mir? Warum habe ich eigentlich bisher meinem Kind vielleicht nie wirklich zugehört und den Raum gegeben? Bin ich zu beschäftigt? Bin ich zu abgelenkt? Wo wir wieder bei den Prioritäten wären. Ja, viele sagen auch, oh, ich habe keine Zeit, um das so zu machen, wie ihr das macht. Da sage ich,
ich habe auch nicht mehr Zeit in meinem Alltag. Ja, auch mein Tag hat die gleiche Anzahl an Stunden. Es ist eine Frage der Prioritäten und wo lege ich meinen Fokus hin und was ist mir wirklich wichtig? Ja, und du wirst, ja. Ja, ich spüre jetzt schon in die Zukunft ein paar Menschen hier sitzen und denen brennt es jetzt im Herzen, die sich ganz viel mit Kommunikation auseinandersetzen. Ihr habt die Möglichkeit, alles, was wo ihr jetzt sagt, hey, das sind die Tools, das sind die Ideen, die ich jetzt gerade habe, schreibt sie unten in die Kommentare und vielleicht machen wir eine eigene Lösung draus. Ich wollte es jetzt nur mal schnell erwähnen, weil ich habe das Gefühl, da kommt ganz viel an Input von Menschen, die sich viel damit auseinandersetzen. Vielleicht wäre eine Geschichte, die sehr wichtig ist, dem Kind keine Tipps geben zu wollen, sondern einfach mal nur zuhören, zuzuhören und nicht sie zu verbessern und nicht zu sagen, hey, da habe ich jetzt gleich eine Lösung, sondern die Kinder dann auch die Lösungen selber finden lassen. Aber ich freue mich schon auf das, was dann womöglich da unten in den Kommentaren an Ideen kommen wird. Genau. Ja, das ist ein ganz, ganz schöner Impuls, den du da gibst, weil ich finde, das geht nicht nur mit den Kindern so. Ich finde, es geht ganz oft wirklich nur um dieses reine Wahrnehmen und einfach Dasein und Zuhören, ohne dass wir da selber was reingeben. Darum geht es nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch, ich glaube, so ein männliches Ding. Ja, da ist ein Problem, da kommt die Frau oder wer auch immer kommt und schüttet das Herz aus und sagt, oh, mich beschäftigt gerade dies oder jenes, dass wir Männer oft, meine ich jetzt einfach mal so pauschal zu sagen, gleich mit der Lösung kommen. Ja, mach das doch so oder so. Aber es darum oft im ersten Schritt gar nicht geht, sondern es geht einfach nur, okay, hör mal zu, nimm das mal wahr und sonst nichts. Ja, und genauso ist es auch bei den Kindern. Genau, auch dieses oft, es ist ganz oft auch, beobachte ich ganz oft, wie oft Menschen den Kindern irgendwas erklären wollen, wo die gar nicht gefragt haben. Ja. Da kommt irgendein Kind und fragt, wie geht das? Und dann erzählen die dem alles Mögliche über und übrigens und das und das. Und du merkst, das Kind hat danach gar nicht gefragt. Das versaut eigentlich nur das eigentliche Interesse an diesem Thema. Ja, weil wir eben immer versuchen, in die Kinder was reinzustopfen. Wir denken immer, das ist noch so ein leeres Gefäß, was es zu befüllen gilt. Das stimmt überhaupt nicht. Die Kinder bringen alles mit, was sie brauchen für ihren Weg. Und das Einzige, was es braucht, ist eben dieser wirkliche, achtsame, geborgene Rahmen. Und deswegen auch viele Leute sagen, boah, ich könnte das nicht ohne Schule leben, weil ich müsste ja dann alles Mögliche meinem Kind beibringen. Das gibt es bei uns gar nicht. Das braucht es alles überhaupt nicht. Das Einzige, was es braucht, meiner Meinung nach und auch meiner Erfahrung nach mit meinen Kindern, ist eben dieses bedingungslose Vertrauen und wirklich diese tiefe, bedingungslose Liebe und die Message eigentlich an das Kind. Ich hab dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Du bist perfekt so, genauso wie du bist. Ohne Bedingung. Ohne, ich fände es aber besser, wenn du dein Zimmer aufräumst, wenn du, keine Ahnung was, schreiben könntest, wenn du irgendwas wieder an irgendeine Bedingung knüpfen. Nein. Und wenn das Kind das spürt, und ich glaube, jeder von uns sehnt sich eigentlich danach, genauso wahrgenommen und angenommen zu werden, wie er ist. Dann ist diese tiefe Sicherheit auch im Kind da, dieses tiefe Vertrauen. Und ich sehe es auch bei meiner jetzt bald 14-jährigen Tochter. Die vertraut uns alles an. Wie viele sagen, boah, Pubertät und gegen die Eltern, das gibt es bei uns gar nicht. Und sie sagt selber, weil sie es bei Freundinnen beobachtet, die dann so Anti-Eltern sind, sagt sie, sie versteht das gar nicht. Also wieso sollte sie gegen uns sein, die immer hinter ihr stehen, denen sie immer alles anvertrauen kann, die immer wissen, dass sie für sie da sind. Warum sollte sie gegen die sein? Das macht für die auch gar keinen Sinn. Ja? Weil meiner Erklärung nach einfach diese tiefe Verbindung und dieses tiefe Vertrauen gegenseitig da ist. Ja? Und das ist eine Haltung, die wir einnehmen können. Da brauchen wir kein Geld dafür, da brauchen wir nicht irgendwas im Außen. Das ist etwas in uns. Und dazu lade ich alle herzlich ein, weil das einen ganz, ganz großen Unterschied macht. Ach, und ich nehme an, deine Tochter, ihr musstet eurer Tochter nicht das Schreiben beibringen oder Mathematik beibringen. Das nehme ich an, ist auch ein bisschen ein Punkt, der vielleicht auftauchen könnte bei unseren Menschen, die jetzt mit uns hier in der Runde sitzen. Das kommt ja von selber, oder? Auch wenn vielleicht bei manchen Kindern das Mathematik dann nicht ein Integralrechnen ist, das ich ganz ehrlich in der Schule zwar gelernt habe, aber seither nicht mehr angewandt habe. Ich glaube, wenn ein Kind
Lust hat, Architekt zu werden oder Baumeister zu werden, dann wird es auch die schwierigsten mathematischen Formeln oder räumlichen Konstrukte automatisch lernen, weil es das unbedingt will, weil es ja selber etwas lösen will. Oder wenn man gemeinsam jetzt um die grundlegenden mathematischen Begriffe zu lernen, zum Beispiel denke ich mir beim Kochen, ja, dass du das automatisch lernst, weil du willst ja wissen, wie viele Teile davon brauche ich. Oder wenn ich einen Hasenstall baue, um einen Hasen vom Fuchs zu retten, dann will ich ja wissen, wie ich das baue. Und ich denke, das kommt alles, wie ist das in deiner Erfahrung, von selbst, weil die Kinder das ja können wollen. Absolut, es ist genauso, wie du es beschreibst. Keine Methode dieser Welt, ja, klar, Schule ist wirklich das Ineffizienteste, was es gibt, wenn wir ans Lernen denken. Da hat ja auch der Ricardo Leppe ja auch viele Ansätze, wo wir in einem Bruchteil der Zeit selbst den Schulstoff lernen können. Aber nichts kommt ansatzweise an die eigene intrinsische Motivation heran. Wenn die da ist für ein Thema oder für was auch immer, saugen wir das auf wie ein Schwamm. Ja, ich hoffe, jeder kennt das irgendwo noch bei einem Thema, das ihn begeistert, wo man irgendwie Feuer und Flamme ist, wie man eine unglaubliche Energie da auch reinsteckt. Also wo auch viele ja sagen, oh, Kinder können sich heute nicht mehr lang konzentrieren. Meine Kinder sind stundenlang konzentriert bei einer Sache, die sie interessiert. Und alles, die gehen da los und ziehen los in irgendwelche Städte alleine, um in die Büchereien zu gehen, um irgendwelche Bücher auszuleihen, weil da noch mehr zu erfahren ist über dieses Thema. Deshalb kommt nicht von außen, weil wir sagen, du, das ist jetzt wichtig, das zu können, sondern sie kommen in ihrem realen Leben, ja, in ihrem Alltag an Punkte und an Fragen und die möchten sie geklärt haben, aus einer eigenen Motivation heraus. Und das ist, wie gesagt, unschlagbar. Und das deckt alle Bereiche ab, weil das ist bei meinen Kindern natürlich auch so, sie sind Teil von unserem Alltag. Sie werden nicht in irgendeine Einrichtung gesteckt, den Großteil des Tages, der mit dem wahrhaftigen Leben eigentlich nichts zu tun hat, ja, dem gesellschaftlichen Leben völlig ausgegrenzt ist, sondern sie sind Teil von unserem Alltag. Das heißt, sie übernehmen auch ganz viele Aufgaben. Sie sind eine ganz große Unterstützung bei uns. Ob das Haushaltssachen sind, Wäsche, Kochen, Einkaufen, Backen, alles Mögliche, ja, wollen die übernehmen. Ja, die haben Lust, Verantwortung zu übernehmen. Die wollen ein Teil sein, ja, vom alltäglichen Leben. Und deswegen sind sie nicht nur eine große Unterstützung, sondern sie kommen einfach auch an viele Bereiche, die einfach in dem Alltag drankommen. Und da bist du bei Lesen und Schreiben ganz schnell. Überall, wo du hinkommst in dieser Welt, siehst du Buchstaben, siehst du Zahlen, siehst du alles Mögliche beim Einkaufen, beim Backen, beim egal wo, ja, wie viel du da lernst. Und die merken es gar nicht, was sie da alles lernen. Ja. Erst neulich haben wir so jemand getroffen und hat mit meiner älteren Tochter, die ist jetzt wie gesagt 13, gesprochen und hat dann gefragt, sag mal, also war auf Englisch, sie hat gesagt, warum sprichst du eigentlich perfekt Englisch? Ja, du bist doch erst noch nicht so alt, dass du das so gut, also woher kannst du das? Ja, hast du da immer Vokabeln gelernt? Und dann hat sie gefragt, was sind Vokabeln? Und das hat mir irgendwie viel gezeigt, weil das denken wir immer so, ja. Wir denken, dass so lernt man das. Wir haben unsere Muttersprache, wir bringen dem Kind doch auch keine Vokabeln bei. Das macht keiner, ja. Das passiert von ganz alleine. Und so ist es mit allen anderen Bereichen auch. Und ja, sie hat schon Kochbücher geschrieben, sie hat schon etliche Kurzgeschichten geschrieben, Drehbücher geschrieben. Meine Kleine jetzt mit 7 Jahren fängt an, Songtexte zu schreiben, ja. Wir haben der keine Minute Lesen oder Schreiben beigebracht. Das passiert alles von ganz alleine und die allermeisten können sich das einfach nicht vorstellen. Ja, weil wir so in dieser Denkweise gefangen sind, das lernt man so in der Schule und das muss man, wie du es beschrieben hast, 50 Mal wiederholen und all diese Dinge. Braucht es alles überhaupt nicht. Ja, und die Kinder saugen sich das auf den ganzen Tag, Dinge in unterschiedlichsten Bereichen. Beispiel ein aktuelles, meine Tochter möchte sich ein Pferd kaufen und weiß, okay, dafür brauche ich für alles mögliche Equipment, Pferd, Futter, brauche ich natürlich Geld. Okay, wie kann ich Geld verdienen? Hat in einem halben Tag bestimmt 25 Business-Ideen entwickelt. Ja? Verdient jetzt schon richtig viel Geld, ja, weil sie halt auch die Zeit hat, dem nachzugehen, das einfach umzusetzen, einfach zu machen. Ja? Und jetzt hat sie da Geld verdient und überlegt sich, was mache ich jetzt mit dem Geld?
Jetzt rutscht dieses 13-jährige Mädchen in Themen rein wie Investment, wie Zinsen, Aktien, solche Dinge, ja, Börse, wo du denkst, was macht, soll so ein Kind mit sowas anfangen? Aber das Kind ist im realen Leben genau an diese Punkte gekommen und merkt, das ist jetzt für mich wichtig, was kann ich jetzt damit Gescheites machen? Ja, und kommt in Bereiche rein, das würde kein Kind in dem Alter würde sich dafür interessieren, wenn du jetzt von außen sagst, du musst dich jetzt mit Zinsen beschäftigen, würde ich sagen, völlig langweilig. Für sie nicht, weil es für sie relevant ist in ihrem wirklichen Leben. Ja, und das sind so viele verschiedene Bereiche, ja, ob das Sprachen sind, die spricht 4, 5 Sprachen, die rechnet die kompliziertesten Dinge, hat neulich erst der Gleichaltrigen die Mathe-Hausaufgaben in der Schule gemacht, ja, und noch erklärt, wie man es noch viel leichter rechnen kann. Nicht, weil die das toll zu Hause bei. Ich kann das auch nicht im Übrigen. Ja? Also die sind mir in etlichen Bereichen sowas von überlegen, ja, weil du gesagt hast, auch Integralrechnung. Ich vermute mal, die allerwenigsten, die uns hier gerade zuhören, können das noch. Ja? Wir mussten es auswendig lernen und haben 90% mindestens von allem, was wir in der Schule lernen, einfach wieder vergessen. Das ist der Gerald Hüther, den du ja auch interviewt hast, und das werden wir auch verlinken, sagt ja auch, wie viel Prozent wissen Menschen noch 2 Jahre, nachdem sie das Abi oder die Matura fertig gemacht haben? Ja. Ich glaube, es waren 2 oder 5%. Es ist nichts. Und die Geschichten, deine Tochter wird noch in Jahrzehnten, so wie ich auch, sich mit Pferden auskennen. Und sie wird sich auskennen mit, wenn es dann überhaupt noch sowas wie Aktien gibt, ich hoffe nicht. aber sie wird all das, was sie jetzt mit dieser Begeisterungsdüngergießkanne, von der der Gerald ja auch spricht, Freude, ist die Düngergießkanne für die Neuronen in unserem Gehirn. Und wenn das nicht da ist und wir das nur in uns hineinklopfen, dann ist das sofort wieder weg, weil es mit Stress verbunden ist, weil quasi das sympathische Nervensystem aktiv ist, das eigentlich heißt kämpfen, fliehen oder sich totstellen. Und das ist das, womit unsere Kinder in den Schulen aufwachsen. Und daher merken wir uns den ganzen Mist auch nicht. Und es sind gute Sachen dabei, aber frage mich nach etwas, was ich in der Schule gelernt habe. Ich weiß noch die Sachen, die ich im Wald gemacht habe. Oder wo ich ein Indianerdorf aufgebaut habe. Oder wie das Zaumzeug der Haflingerhengste ausgesehen hat, die ich mit 12, die wir da gefunden haben bei einem Bauernhof. Und wie das gerochen hat, die Blumen, die Pflanzen, die ich angepflanzt habe. Ich weiß das alles noch, aber ich weiß kaum mehr, was ich in der Schule gelernt habe. Und das ist so cool, wenn wir das unseren Kindern ermöglichen. Und ich bin gerade so in Feuer und Flamme, weil ich sehe dein Feuer und spüre ihr Feuer durch dich strahlen und denke mir, ja, so kreieren wir die neue lebendige Erde, weil wir brauchen ja auch nicht die Lösungen, die wir in der Schule lernen. Wir brauchen ja neue Lösungen. Und wie sollen Kinder, die programmiert und indoktriniert sind in der Schule mit den alten Problemen und alten Geschichten, jemals eine neue, lebendige Erde leben? Das funktioniert genauso, wie du das jetzt sagst, weil wir alle auf die Erde kommen mit dem Paradies-Blueprint in uns. Ja, wirklich. Es ist wirklich so. Und wie du sagst, es ist nicht nur das, dass wir alles wieder vergessen. Wir dürfen ja auch überlegen, was hätte in dieser Zeit alles stattfinden können. Ja, also wie viel Zeit in einer ganz entscheidenden Phase unseres Lebens, ja, wo sich unser Hirn ausbildet, alles Mögliche, unser Weltbild irgendwo kreiert, was hätte da alles stattfinden können? Ja, was wir einfach nur absitzen in der Schule. Ja, auch das ist noch ein Riesenbereich, allein die Bewegung, ja, dass man da stillsitzen muss die ganze Zeit. Ist auch, also du könntest in so viele Bereiche reingehen, wo du dann erstmal diesen Irrsinn merkst. Und was auch ein ganz großes Ding ist, ist wirklich dieses nach dem eigenen Rhythmus zu leben, welche Qualität das hat, dass meine Kinder einfach jeden Tag ausgeschlafen sind. Die schlafen so lange, bis sie von alleine aufwachen, bis der Körper ihnen sagt, okay, jetzt reicht's, jetzt habe ich genug aufgetankt. Das heißt, die starten mit einer Energie, mit einer guten Laune, ja, mit einer Freude und einer Vorfreude auf den Tag. Das ist was ganz anderes, als wenn ich das Kind da im Gefühl Tiefschlaf wecke und irgendwo hinzwinge, wo es gar keine Lust hat zu sein, nur um dann eigentlich alles wieder zu vergessen. Also das dürfen wir uns schon mal überlegen, was tun wir da eigentlich? Ja, und wie du sagst, ein ganz wichtiger Punkt, denke ich auch,
wir brauchen neue Lösungen und wir können keine Lösungen, neue Lösungen finden, wenn wir in diesem alten Denken gefangen sind. Ja, wir können auch kein neues Ergebnis erwarten, wenn wir immer das Gleiche tun. Das heißt, es braucht jetzt die Menschen wie dich auch, ja, die einfach Neues kreieren. Ja. Und ich glaube, dass wir da einen ganz großen Hebel haben mit der Schule, wenn diese Kinder, ich sehe es bei meinen Kindern, ich sehe es bei vielen anderen Freilernerkindern, die denken anders. Die denken ganz anders. Die denken viel größer. Ja, und die, da ist alles möglich. Ja, wie, wenn du Kinder fragst, was willst du mal werden, was die für Ideen haben, von ich mache die Meere sauber, ich mache alles, ja, solche Dinge. Und dann kommen wir Erwachsene mit unserem begrenzten Denken und sagen, das geht ja gar nicht. Und reden es dem Kind aus und machen es irgendwie zunichte. Und dann denkt das Kind natürlich irgendwann, okay, gut, geht ja eh nicht. Lass die mal machen. Das wird genau der sein, der nachher die Meere sauber macht. Ja? Und wenn wir auch schauen, wer hier wirklich Großes bewirkt hat auf dieser Erde, wo wirklich Menschen waren, die vieles verändert haben, wenn man in die Biografien schaut, sind das eigentlich immer Menschen, die entweder gar nicht in der Schule waren oder rausgeflogen sind aus der Schule oder irgendwie Schwierigkeiten damit hatten. Ja? Und stattdessen die Möglichkeit hatten, ihren Dingen nachzugehen. Und ich bin überzeugt davon, jedes Kind ist genial auf eine Art und Weise. Und jedes Kind ist auch hochbegabt, sagt auch Gerald Hüther. Ja, gibt es Studien sogar dazu, dass wir, wenn man 2-3-Jährige quasi untersucht, sind 99%, hochbegabt. Und mit der Zeit bis 13, 14, 15 sinkt es auf 2 oder 1%. Ja, und das ist, also da gibt es eine ganz interessante Studie, oder die ich mal da verfolgt hatte, und der Grund wurde angegeben, der einzige Grund dafür ist die Schule. Ja? Und ja, wie gesagt, ich möchte da das nicht so schlecht reden, weil es gibt da auch tolle Schulen, es gibt tolle Lehrer und es gibt sicherlich auch Kinder, für die das genau das Richtige ist. Aber ich sehe, es gibt immer mehr, die merken, es stimmt irgendwie nicht, es passt nicht und ich wünsche mir was Neues. Und da möchte ich einfach zu einladen, dann sagen, okay, dann los geht's. Mach. Ja. Los geht's. Und ihr findet auf der Living Earth, haben wir in der Landschaft der Community eine eigene Suchmaske, wo sich junge Eltern finden können, um sich zu vernetzen. Wir werden hier unten deine Masterclass reinstellen und gerne auch das Interview, mit dem Gerald Hüther geführt hast. In der Masterclass die ist ja super praktisch, du gibst, ich habe da kurz reingeschaut, von Tipps und Hilfe im Umgang mit Behörden über schlagfertige Argumente, die dir helfen, deine eigenen Sorgen zu zerstreuen, aber auch eben im Gespräch mit Verwandten oder Freunden, die dann irgendwie noch so Gummibänder in die alte Matrix sein können, die einen zurückhalten wollen, weil sie selber ihre eigenen Ängste nach außen projizieren, über Erfahrungsberichte von anderen Eltern und Lernbegleitern und ganz viele praktische Tipps und Lernmethoden und auch Vorschläge, Rituale, wie der Alltag aussehen kann. Also ich empfehle allen, die vorhaben, also die jetzt in sich spüren und vorhaben, ihre Kinder, in Kindern so ein Leben zu ermöglichen und sich selbst das große Geschenk zu machen, die Kinder mit Freude und Lebendigkeit und ja, zu neuen Blumen des Paradieses zu werden, heranzuwachsen in Liebe und das wirklich mitzuerleben und nicht unseren alten Ideen zu folgen. Wir müssen jetzt Karriere machen und dann, wenn wir in Pension gehen, dann werden wir leben. Nein, das Leben findet hier und jetzt statt. Und die Familie und Freunde und unser Tribe ist das, was uns wirklich nährt. Unsere Erdung mit der Erde, unsere Himmelung mit dem Göttlichen und unsere eigene Lebensaufgabe zu finden. Obwohl Aufgabe sage ich nicht so gerne das Wort, weil es was mit Aufgeben zu tun hat. Und es hängt auch mit den Schulaufgaben und den Nachrichten und dem Unterrichten zusammen. Dass wir draufkommen, wozu wir wirklich hier auf der Erde sind. Und das ist wahrscheinlich nicht Karriere in einem großen Konzern zu machen, sondern die neue lebendige Erde zu erleben, zu einem Leuchtturm zu werden und einander zu finden. Und ich danke dir so sehr, Chris. Gibt es noch irgendetwas, was du jetzt hier teilen willst mit uns? Ja, es gäbe natürlich noch so vieles, was man da noch berichten kann, was mir jetzt gerade kam wegen der Karriere, weil es auch eine große Angst ist noch von Eltern. Ich
Ja, aber deine Kinder, du verbaust denen ja die Zukunft, die haben dann keinen Schulabschluss und all diese Dinge. Was ich beobachte, ich sehe es ja jetzt schon, welche Business-Ideen die haben und was die alles da in die Welt, was für Ideen die haben. Und auch bei vielen anderen Freilernern, die jetzt schon erwachsen sind, sage ich mal, hat sich gezeigt, ganz eindeutig und klar, dass die viel genialere Ideen haben als so einen klassisch vorgegebenen Berufsweg oder Studium oder sowas, was ja nur die Fortsetzung von der Schule ist, zu wählen. Das ist mal das eine, um dann vielleicht eine gewisse Angst zu nehmen. Aber auch einfach das Wissen an dieser Stelle ist aber auch alles in der Masterclass natürlich drin, dass die Kinder jederzeit jede Art von Schulabschluss nachholen könnten, wenn sie es denn wollen. Die wenigsten wollen oder brauchen es, aber selbst wenn, ist es jederzeit möglich. Also wenn doch das Kind merkt, ich möchte, was weiß ich, Medizin studieren oder so, dann kann es das einfach machen. Und auch dann wäre wieder diese intrinsische Motivation gegeben, ja, weil du weißt, wofür du es machst und warum du es machst. Und folglich schneiden diese Kinder auch sehr, sehr gut ab. Also auch bei Matura, Abitur, meistens nur Einserkandidaten dabei. Also das nur als so kleine Notiz noch am Rande. Und ansonsten genau, Masterclass, da habe ich wirklich alles reingepackt, was ich weiß und was ich erfahren durfte. Und wird auch ständig, wenn ich auf Neues stoße, fließt es natürlich da auch immer wieder dann mit rein, dass die immer aktuell bleibt. Das ist auch ganze rechtliche, gesetzliche Sache, aber eben auch alles drumherum. Also es ist wirklich das, ja, alles tatsächlich. Also ich weiß nicht, wie lange ich da dran gesessen bin, um das zusammenzustellen. Und ja, ich glaube, da ist jeder, egal wo er steht, auch, das ist mir auch noch wichtig, dass. Auch wenn das Kind noch klein ist, wenn es noch ein Baby ist, ist es auch schon total sinnvoll, das zu machen und sich vorzubereiten. Aber genauso auch, wenn das Kind schon viele Jahre in der Schule ist, auch das ist möglich. Ja? Und auch da, also holt die Masterclass einfach jeden genau da ab, wo er steht. Und ja, da, wie gesagt, ist jeder herzlich willkommen. So schön. Und wenn du noch schwanger bist oder deine Partnerin schwanger ist, dann lies auch noch das Buch Der Zauber der natürlichen Geburt von Frank Robert Bilewski, damit der Start auf diese Erde noch wundervoller sein kann, bevor du dann dich in die Masterclass stürzt und dir überlegst, schon beim Stillen, wie es weitergehen kann. Chris, ich danke dir so sehr. Ich danke dir nicht nur für dieses Gespräch, ich danke dir für dein gesamtes Wirken und ich freue mich, deine Partnerin und deine Mädels irgendwann mal kennenzulernen und bewundern zu dürfen. Und ja, danke. Schön, dass du auf der Living Earth bist und das ist erst ein Beginn. Ich freue mich auf alles weitere, was da kommt. Schaut euch gerne nochmal dieses Video an, teilt es gerne mit anderen, die vielleicht mit euch gemeinsam diesen Weg gehen können, weil zusammen ist es immer leichter. Ihr findet auf jeden Fall auf der Living Earth ganz, 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 ganz viele Mitpioniere und Eltern, die diesen Weg auch gehen. Und ja, gemeinsam ermöglichen wir unseren Kindern, zu so strahlenden Wesen zu werden, wie du es gerade bist. Danke vielmals und ich freue mich auf alles Weitere. Alles Liebe. Auf der Living Earth teilen wir viele Lösungen wie diese, um gemeinsam eine neue, lebendige Erde zu gestalten. Schaue dir jetzt gleich das Video auf der Startseite an und finde heraus, was für andere wundervolle Dinge die Living Earth noch kann. Jeder Pionier ist wertvoll. Falls du also noch kein Pionier bist, komm, wir freuen uns auf dich.